Wenn du erzählst, dass du Mathe und Physik magst, wie kannst du es wagen? Ich mag auch Mathe. Hallo? Sagen wir, ich mochte Schulmathematik. Ab dem Studium hat es mir nicht mehr gefallen. Wir schauen uns heute mal wieder die besten deutschen Memes auf IEL an. Das beste deutsche Subreddit oder so ähnlich im ganzen Internet. Und wenn ihr wisst, was ich meine, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Das wird mir helfen. Und ich hoffe, es gefällt euch. Wenn du gefragt wirst, magst du lieber 1 oder 2? Ja. Oh, wollen wir heute essen gehen oder lieber kochen? Ja. Soll ich abonnieren oder einen Daumen nach oben da lassen? Ja. Ich voller Mikroplastik. Mein Vater voller Asbest. Mein Opa voller Blei. Jede Generation hat seine Besonderheiten. Und ich weiß nicht, welche die beste ist. Also, diesem Foto muss man einfach mal ein wenig Zeit geben, bis es wirkt. Denn dann kommt der Zug direkt doppelt. Ich wurde bei meiner Autofahrt gestört. Wie zur Hölle ist da ein Fisch? Bist du durchs Meer gefahren? Die neuen Autos werden immer besser. Meine Freundin nennt mich Maus. Wie sie mich sieht, wie ich mich fühle. Das könnte so eine richtig dumme Werbung sein für World of Panzer. Wenn du auf einmal erwachsene Probleme hast und dir denkst, woher kommen die? Warum sind die hier? Bitte geht. Danke. Ja, du freust dich nicht über Post. Du freust dich über gar nichts mehr. Weil alles immer nur ein Problem ist, meistens, also außer die schönen Dinge. Es wird eine Klassenarbeit geschrieben, oh nein, ich lerne erst einen Tag vorher. 3-. Alles gut gegangen. Das ist mein Schulleben gewesen. Bin ich stolz drauf? Nein. Irgendwie hat's aber funktioniert. Und jetzt interessiert's keinen mehr, also von dem her... Ich freue mich schon voll aufs Wochenende. Ich am Wochenende. Nur noch 90 Jahre bis zur Rente. Wenn du dann da bist, dann dauert's nochmal 20 Jahre länger. Keine Sorge. Du solltest in die Rente mit 65 gehen, außer du gehst in die Politik. Da fängt das Leben erst mit dem Alter an. Der Pfarrer nach meiner Beichte. Ich möchte gerne die Beichte einmal hören. Dankeschön. Ich IEL-Benutzer. Wenn jemand was auf Angelsächsisch postiert oder schreibt, kann ich nicht lesen? Mache ich auch nicht. Aber manche Sachen kann man auch nicht lesen. Deswegen, ich verstehe schon dieses kann ich nicht lesen. Umkleideräume für Mädchen. Ich hasse den Fitnesslauf, aber Herr Hertel ist so heiß. Jungs-Umkleideraum. Ex. Nach jedem Sportunterricht hat es danach voll gestunken. Das ist so widerlich, aber es ist halt immer noch besser als 6 Stunden einfach in der Klasse zu sitzen und jeder hat gerade erst geschwitzt. Das ist noch widerlicher. Man sollte Sport am besten immer nur in den letzten 2 Stunden haben. Wie? Weniger? Wir brauchen mehr Witze über Minderheiten. Woher sollen Kinder sonst lernen, über wen man lacht und wen nicht? Also, könnt ihr dagegen argumentieren? Ich, der einfach versucht, sein Abi zu machen. Reiche Typen, die mit einem nuklearen Weltkrieg pokern. Ey, ja, wer weiß, was noch so in unserer Zeit passiert. In 5 Generationen schaut die Welt, glaube ich, ganz anders aus. Es schneit im November, die Leute. Das ist der erste Schnee dieses Jahres. Januar. Bin ich ein Witz für euch? Es hat schon geschneit im Januar. Es hat sogar, ich glaube, im Februar oder März geschneit. Ich glaube, das war März bei uns ein Tag. Wenn mein Arzt mich anschaut, während ich meine Symptome erkläre. GTA 6 kam zufällig die Woche raus. Ich würde es verstehen. Wenn man so einen Hype auf manche Sachen hat, dann will man sich auch dafür Zeit nehmen. Es gibt auch so viele Leute, die sich genau dafür einfach Urlaub nehmen. Und das ist in Ordnung. Ich mit Depression. Lach doch mal, dann geht's dir wieder besser. Oh, du lachst, dann kann es ja nicht so schlimm sein. Was soll ich machen? Egal, was ich mache, alles ist falsch. Für meine Befreiung gewähre ich euch einen Wunsch. Was will ich? Wünsche, dass er Geschmacksknospen im Arsch hat. So sei es. Das wäre widerlich. Obwohl es auch irgendwie interessant für andere Sachen sind, aber es ist... Wer will... Eigenartig, bitte nein. Ich beruflich versus privat.
Oh nein, du bist privat anders als im Beruf, wo du immer gefühlt was vorspielen musst. Ich bin so froh, da YouTuber zu sein. Weil natürlich, ich würde mich jetzt auch nicht so wie hier verhalten in einem Beruf. Meine Nachbarn, ich, der einfach nur schlafen will, bitte macht leiser. Weißt du, was helfen würde? Eine Wand. Vielleicht nicht im gleichen Zimmer sein, dann würdest du auch nicht so viel hören. Pferdemädchen Sabine, nachdem ich ihr gesagt habe, dass auch wenn es Pferden nicht unmittelbar schadet, Pferde wahrscheinlich trotzdem lieber keine 55 Kilo auf dem Rücken haben. Bei mir wären es mehr als 55. Ich finde Pferde stinken. Ich finde das super schlimm. Ich sonntag morgens um 5. Wenn mein Dreijähriges ins Schlafzimmer kommt, um mir zu sagen, was sein drittliebster Dinosaurier ist. Oh, was ist ein T-Rex? Was ist euer drittliebster Dinosaurier? Wenn dir wegen Arbeitsverweigerung gekündigt wird, du aber eigentlich nur ein chilliger Typ bist, der während der Arbeit auf Reddit unterwegs ist. Habe ich es gut vorgelesen? Du darfst dich halt nicht erwischen lassen und deinem Boss vielleicht nicht ganze Zeit irgendwelche Memes schicken. Können sie unter Druck arbeiten? Nein, aber ich kann Bohemian Rhapsody singen. Das macht ja auf Deutsch gar keinen Sinn. Dann sing es auf der Originalsprache. Vielleicht macht es da mehr Sinn. Ich, wie ich verschiedenen Leuten verschiedene Memes schicke, je nachdem, wie deren Humor ist. Ich glaube, das macht aber auch jeder hoffentlich. Sonst wäre ich auch nur einer der wenigen. Aber ich denke mal, das wird jeder machen. Dass in Deutschland jeder ein Bier mit einem beliebigen Gegenstand öffnen kann, zeigt nur, dass wir ein Land voller Alkoholiker sind. Wechsel mein Verstand! Nee, den kann ich nicht wechseln, weil das ist wahr. Ich glaube, ich habe noch nie in irgendeinem anderen Land so viele Arten gelehrt bekommen, wie man einen Deckel von so einer Flasche wegmachen kann. Ohne einen Flaschenöffner. Das neue Kabinett, wenn Trump deutscher Kanzler wäre. Oh, das wäre wild. Finanzminister ApoRed. Verkehrsmonte. Oh, bitte. Danach kannst du in jedem anderen Land außer in Deutschland leben, glaube ich. Wenn das EKG beim Arzt schlecht ableitet und die MFA sagt, zu viel Muskelmasse stört die Messung. Oh. Ja, solange du nicht dann so wie ich ausschaust, sonst weiß man sofort, dass es eine Lüge ist. Der Genitiv von Moin existiert nicht. Iowa des Moines. Also in den USA ist der Genitiv von Moin. Ich hoffe, die begrüßen sich auch alle mit Moin. Kaufe stilles Wasser. Kippe es aus. Macht Geräusche beim Auskippen. Wieso? Was ist passiert? Warum ist das so? Zeitrechnung im Alltag sein. Wie? Vor Christus, nach Christus. Und mittlerweile vor Corona, nach Corona. Es ist erstaunlich, weil genau so ist das geworden gefühlt. Das ist wirklich vor und nach Corona, weil das so ein starker Schlag war. Literarisch niemand. Deutsche Politik. Ach, buchstäblich, literally, buchstäblich niemand. Das Einzige, was ich weiß, okay, links oben ist eine Jamaika-Flagge. Und rechts unten, keine Ahnung, ich habe diese Flagge noch nie gesehen. Deutsche Politik, schwarz, gelb, grün, dann die Brombeeren sind schwarz, rot, die Ampel und das letzte schwarz, rot, grün. Achtung, Schranke schließt nach jeder Durchfahrt. Schranke schließt wirklich nach jeder Durchfahrt. Auch du schaffst es nicht. Das hört sich an wie eine Challenge. Ich nehme sie an, aber ich habe kein Auto. Da habt ihr nochmal Glück gehabt, ne? Hier, deutsche Schranke. Traditionell mit dem ersten Schnee trifft sich der Sommerreifenclub zu seiner Jahreshauptversammlung. Damit hätte man natürlich auch nicht rechnen können, dass der Schnee irgendwann fällt. Aber ich kann es verstehen, manchmal versagt man einfach. Vor allem, wenn es dann so schnell geht oder auf einmal mal ein Sturm kommt, aber dann sollte man nicht fahren. Jedes Mal, wenn man mir sagt, ich wäre nicht gesellschaftsfähig, werfe ich einen Blick auf die Gesellschaft und bin überaus erleichtert. Ich verstehe dich vollkommen. Schwerer Schlag für die Menschenrechte. DFB stimmt wohl für WM-Austragung 2034 in Saudi-Arabien. Beim zweiten Mal ist es sogar noch witziger. DFB-Aktionäre, die müssen so viel Geld bekommen haben. Dann ist ja klar.
Das ist kein, oh ja, wir wählen mal, haha, dass es fair bleibt und wir sind voll toll und nein, wer zahlt am meisten Geld, kommt her. Hat eine Küche für 100.000 Euro. Ich hätte auch gerne 100.000 Euro. Bitte geben Sie mir. Benutzt sie für Tiefkühlpizzen und Burger. Hat eine 50 Jahre alte Küche. Kann über 100 super leckere Gerichte herbeizaubern. Aber du weißt nicht, ob die teurer damals war. Vielleicht ist das ja die 600.000 Euro Küche. Augenarzt! Wenigstens machen die schon direkt was dagegen. Irgendwann haben die dann immer so Ersatzschilder, wenn die sehen, ah, schon wieder ein Kunde, ah. Gehst du diesmal das Schild wechseln? Danke. Mein Ingenieurstudium. Der Verschluss der WC-Ente, an dem ich 5 Minuten lang scheiterte. Sobald du es einmal geschafft hast, geht das. Oder du machst das mit Gewalt, dann gibt es keinen Verschluss mehr. Ich, wie ich beim Gruppenprojekt mitarbeite. Ich würde mir wünschen, dass es fake ist, aber das ist nur traurig. Schaut euch das unten mal an. Du kannst es doch nicht so versagen. Anders gesagt, die größten Versager, die sonst nichts auf der Welt können, gehen in die Politik und der Rest muss zuschauen. Morgenlatte für 2,40. Es ist aber auch ein wildes Brot, oder? Ich würde es kaufen. Nur alleine, um zu sagen, ich hätte gerne eine Morgenlatte und eine Extralatte dazu. Danke. Du versuchst auf der Arbeit produktiv zu sein. Jeglicher Fokus geht instant verloren. Durch dein Gehirn. Das habe ich immer, wenn ich mich auf irgendwas konzentrieren will manchmal. Dann habe ich gefühlt immer so, wenn ich mir abends frei nehme, um ein Bewerbungsgespräch zu führen und die Konditionen auf einmal schlechter sind, als in der Anzeige stand. Ja, dann kommt es drauf an, bist du hingefahren, müsst ihr einfach sagen, ja, wir sind damit hier fertig und dass ihr eure Fahrtkosten erstattet haben wollt. Weil ab dem Zeitpunkt, das dürfen die eigentlich nicht. Die Preise im Geschäft sind gestiegen. Shit im Geschäft. Preise erhöht, um Mitarbeiter fair zu bezahlen. Du bist Mitarbeiter in dem Geschäft. Du verdienst Mindestlohn und musst jetzt höhere Preise bezahlen. Ja, das ist halt, damit er seinen Lamborghini noch nächsten Monat bekommt und nicht erst in 2. Jetzt gönn den doch mal. POV, dein Boss sieht, wie ihr als Team zusammenarbeitet. Ah, oh, so stolz ist er. Ist halt wichtig, wo man bestellt, muss man gestehen. Ist das echt? Waschmaschinenhersteller führt kostenpflichtiges Abo für Spezialprogramme ein. Stellt euch vor, irgendwann habt ihr für euren Kühlschrank Waschmaschine, Spülmaschine, Toaster, Tastatur, Maus, Bildschirme, Computer, Fernseher und alles Mögliche nur noch Abos. Du kommst jetzt schon nicht mal mehr hinterher. Bei uns würden sie 5.000 brutto, also 3.000 netto verdienen. Dann nehme ich brutto. Ich würde auch immer gerne brutto als netto nehmen. Anhand dieser kleinen Details lassen sich KI-generierte Bilder gut entlarven. Ich finde, sie hat echt schöne Handfüße. Sinn machen ist ein aus dem Angelsächsischen übernommenes Wortpaar und im Deutschen nicht korrekt. Alle, die tatsächlich Ahnung von Germanistik haben. Also meine Deutschlehrerin hat auch immer gesagt, etwas kann keinen Sinn machen, es kann nur Sinn ergeben. Also bleibe ich immer noch bei Sinn ergeben. Ich habe nicht aufgeräumt. Bei Frauen. Bei Männern. Ich glaube, ich würde mein ganzes Leben versagen, wenn es einmal so wie rechts ausschauen würde, weil ich da nicht mehr rauskommen würde, wenn ich da drunter liegen würde. Man bekommt 1700 identische Briefe vom Finanzamt. Ein Postbote überreicht einem verdutzten Mann 10 gelbe Postkisten. Alter, Finanzamt! Das ist auch die schlimmsten von allen, habe ich das Gefühl. Ich kann ja verstehen, hey, ihr wollt eure Steuern und so weiter. Ich mache jede 3 Monate meine Steuern. Nur, dass ich nicht wie alle anderen irgendwie jeden Tag darüber aufrege, wenn man das machen muss. Irgendwie, es gab ja mal ein Jahr lang Zeit, wo jeder Influencer sagen musste, oh, ich zahle so viel. Fand ich so nervig. Weil es ist klar, jeder weiß, dass man viel zahlt. Jeder fühlt sich kacke dabei. Das ist so, Punkt. Aber das ist eine Verarsche. 1700 Briefe. Reparatur von defekten Datenkabel in Ostsee gescheitert, weil Telekom-Techniker niemanden vor Ort angetroffen hat. Es wird mich nicht mal wundern. Es ist so traurig, ey. Telekom und Vodafone sind wirklich komische Läden. Die sollte es in Deutschland nicht geben. Mein Gesicht, nachdem ich ein Kind die letzte Zuckerbrezel vor der Nase weggekauft habe. Ich habe erst eine Zuckerbrezel in meinem Leben gegessen. Die sind so geil. Aber wahrscheinlich auch nur, weil ich erst eine hatte. Die hier macht Freude. Rote Grütze. Die hier macht keine Freude. Grüne Grütze.
Grün allgemein, irgendwie auch bei Gummibärchen und bei allem, schmeckt das einfach nicht so geil wie Rot. Weil Grün ist ja meistens Apfel, während Rot dann Erdbeere, Himbeere, irgendwas Geiles ist. Oder ich mag einfach keinen Apfel. Spezifisch oder so spezifisch. Keine Ahnung, besitze keinen Duden. Es ist sehr spezifisch, der Spezifisch. Wenn der europäische Austauschstudent zwei lecker Bierchen mit seinem amerikanischen Kommilitonen trinkt, nur weil Deutsche mehr trinken? Autofahrer, Fahrradfahrer, Hass auf Fußgänger. Autofahrer, Fußgänger, Hass auf Fahrradfahrer. Fahrradfahrer, Fußgänger, Hass auf Autofahrer. Und was haben wir alle gemeinsam? Hass auf E-Scooter. Meine Zahnbürste, wenn ich sie kaufe. Meine Zahnbürste nach 3 Wochen. Wenn deine Zahnbürste wie rechts ausschaut, macht der keine Dreadlocks. Warum hat deine Zahnbürste Dreadlocks? Wenn du versuchst, eine Konversation zu haben, dir wird nicht geantwortet. Du schreibst, gute Nacht, gute Nacht. Ich glaube, das habe ich auch schon öfters gesagt. Ich bin ja wirklich schlecht in Konversation. Aber wenigstens antworten kann man. Außer es ist jetzt nur so ein Emoji und man weiß nichts damit anzufangen. Black Friday. Mittwoch 300. Donnerstag 300. Black Friday 300. Ich habe das Gefühl, das hatten wir schon mal. Aber es wird halt so oft repostet. Unsicher, ob Videospiele keinen Spaß mehr machen oder ich einfach Depressionen habe. Nein, es gibt immer mal Zeiten, wo man weniger Lust auf manche Sachen hat. Ich hatte auch eine Zeit lang absolut keine Lust auf Spielen und jetzt würde ich am liebsten wieder den ganzen Tag spielen. Clubmate-Besitzer, nachdem sie Berlin erfunden haben. Die nur deswegen ist Berlin da, damit die Geld bekommen. Und was hält dich davon ab, deine 400.000 im Monat zu verdienen? Hä? Dein Handy ist mit diesem Lautsprecher verbunden. Was spielst du als erstes? Kommt auf die Nachbarn drauf an. Mag ich die oder nicht? Hunde, die bellen, beißen nicht. Ich belle nicht. Hunde, die bellen, retten Menschen. Rettungshundstaffel. Suchen, retten. Hunde können so tolle und liebe Tiere sein. Und dann gibt es manche Hundebesitzer, die sich sagen, ja, der bleibt nur draußen und wir wollen nur, dass er Wache schiebt und im Kalten draußen bleibt. Wenn du alles eindeutscht. Papierkorb. Minenhand. Sprachchat 3. Google Chrome. Google Chrome. Kampf.net. Ich finde es so schön, wie sich die Sachen eigentlich anhören, wenn man die wirklich mal übersetzt. Die machen auf einmal keinen Sinn mehr. Siegrad. Arbeitgeber hassen diesen Trick. Kurz, es ist immer eine AI-Stimme mittlerweile, die irgendwelche Texte vorlesen. Du kriegst so viele Überstunden rein, dass du die Sonne nicht mehr siehst, Yugi. Ich glaube nicht, dass ich in nächster Zeit auch nur einen Finger krumm machen werde. Ich habe nämlich den hier. Ein gelber. Druckfrisch von Dr. Holiday. Es ist halt so komplett dumm einfach. Ich weiß nicht, jetzt wird's halt damit geschwemmt. Kochst du heute Abend was Leckeres, Schatz? Grün oder rot? Pesto grün oder rot. Ey, du kannst die richtig geil benutzen. Wenn du Nudeln machst, davon ein bisschen und dann ein bisschen Pastawasser, hast du schon eine bessere Soße. Amerikaner, du bist aus Deutschland? Oh mein Gott, das ist so erstaunlich, so großartig. Auf eurer Autobahn kannst du so schnell fahren, wie du willst. Kannst du nicht? Deutsche Autobahn währenddessen. Ja, aber wir können so schnell fahren. Ich hatte mal einen Kollegen, der aus Amerika kam und der war das komplett nicht gewohnt, dass man hier so schnell auf Autobahn fährt. Der hatte wirklich Angst. Hanau, Recklinghausen, Nürnberg, Soest und Heilbronn ergeben Sohn. Ich habe schon echt witzige Autoschilder gesehen. Okay, wo pinkelst du hin? Dominanz beweisen, Präsenz zeigen, Präsenz verbergen, Autorität in Frage stellen, weiterentwickeln. Ich entwickle mich gerne weiter. Oh, Anime Girl, oh mein Gott. Wie du jeden Krieg verhindern kannst, warum machen wir das nicht schon so, hä? Was ist das? Das ist so schön. Wenn ich in einem Bewerbungsverfahren auf Zoom bin und die erste Frage von der Alten aus der HR lautet, welches Tier ich gerne sein möchte. Ist das eine Frage, die ihr jemals bei einem Bewerbungsgespräch hattet? Ich wüsste nicht, wie ich darauf reagieren würde. Das hört sich so verkehrt an, das zu fragen. Warum tut mein Rücken weh?
Ich habe keine Ahnung. Holt euch keinen Gaming-Stuhl, holt euch einen Bürostuhl. Also falls ihr irgendwann das Geld habt, gebt das Geld für einen Bürostuhl aus. Euer Rücken wird euch dafür lieben. Gaming-Stühle sind echt kacke dafür. Monatliche Kosten. Vereinigt euch! Miete, Strom, Benzin, Versicherung, Heizung. Durch eure vereinten Kräfte bin ich Captain Pleite. Wir bleiben immer pleite. Wenn du schlafen gehst, um deine ganzen Probleme zu ignorieren, aber dann träumst du von denen, lasst mich in Ruhe, dann ist die Zeit, dass du was ändern musst. Manchmal musst du es extrem ändern und dir sagen, ja, jetzt geht es nicht mehr anders. Das Letzte, was Bambi sieht, bevor seine Mutter erschossen wird. Früher war Politik auf den Subreddit, glaube ich, gar nicht so gern gesehen. Und mittlerweile gibt's davon sehr viel. Pizza Calzone, Cheeseburger. Pizza Cheeseburger ist auch ein Wild. Mit Rinder, Patty, Zwiebeln, Sauerstoff und Jalapenos. Warum ist Rinder-Patty mit einem Komma geschrieben? Sind das zwei verschiedene Dinge? Sauerstoffpizza. Musst fragen, ob du ohne Sauerstoff haben kannst. Pommes, Kroketten, Herzoginnenkartoffeln. Die Herzoginnenkartoffeln sind die geilsten. Dann normale Pommes und dann Kroketten. Bei Kroketten finde ich, da ist nichts Ganzes und nichts Halbes drin. Pommes sind halt kross und bei Herzoginnenkartoffeln, die sind draußen kross und innen ist da noch richtig viel Weiches. Das hier ist ein Heizkörperthermostat. Jupp. Und es heizt deine Wohnung auf gewünschte Temperatur. Jupp. Also läuft es schon immer volle Kanne, bis es warm ist. Das macht irgendwie Sinn. Ergibt. Was machst du, wenn es kalt ist? Auf 5 stellen, damit er schnell warm wird. Wenn du sagst, du machst das auf 5, wird der Durchlauf ja größer und damit wird er schneller warm am Anfang. Wie können Frauen nur darauf kommen, Liebesbriefe an verurteilte Serienmörder zu schreiben? Auch Männer. Ich kann sie ändern! Ja, Männer können jede Frau ändern, deswegen bin ich mit Männern zusammen. Erwachsen werden in Bayern sein wie? Wir wurden in dem Glauben erzogen, wir seien das beste Bundesland. Uns wurde erzählt, die anderen sehen zu uns auf und bewundern uns. Das war alles gelogen. Sie hassen und verachten uns. Höhlenmenschen in Deutschland, wenn sie Feuer erfinden. Mist, jetzt muss ich auch Brandschutzverordnung und Notausgänge erfinden. Du musst ja safe sein, weil ich sehe da ein bisschen Problematik. Punkt der Sicht. Du hast 0,2 Gramm in Bayern dabei. Ich glaube irgendwie nicht, dass die meisten so krass was dagegen haben. Vor allem die Leute, die sich damit ein bisschen beschäftigen. Und die Leute, die sehen, wie die drauf sind, die high sind. Genau der Gegenteil von Alkohol, wo Leute teilweise aggressiv und dumm werden, werden die einfach bei Gras gechillt. Oh nein, die Leute sind gechillt. Ja, das können wir nicht zulassen. Rechter Oberlappen. Ja. Die Obrigkeit will uns tatsächlich unsere Gaslampen verbieten. Bald dürfen wir nur noch diese grellen Glühbirnen käuflich erwerben. Sie behaupten, es gehe um Sicherheit, doch wir wissen denn, durchschauen das Spiel. Sie wollen uns alle von der Elektrizität abhängig machen. Diese Glühbirnen verschmutzen den Äther mit ihren magnetischen Strahlen. Da steckt gewiss das Werk der Freimaurer dahinter. Ich bin übrigens Heinrich, mein hübsches Kind. Und wer seid ihr so? Mein Hals. Aua. Semester beginnt. Hm? In 3 Wochen ist Prüfung, hä? Hä? Wo ist die Zeit hin? Ja, nach der Schule vergeht die Zeit erstaunlich viel schneller. Nur in der Schule hast du das Gefühl, dass du in Zeitlupe lebst. Och nee. Och ja. Ich hoffe, die wohnen zusammen. Das sind tolle Nummernschilder. Meine Eltern mit 24. Lasst uns heiraten. Genau so hat jeder gesprochen. Ich mit 24. Ist das Schimmel oder Mehl? Probier's. Leck einmal ab, dann wirst du's merken. Lass zu mir! Okay, es ist halt einfach nur dumm. Aber links unten, diese Bahn fand ich cool damals. Klimagegner, wenn Vögel in der Stadt gegen Scheiben fliegen und sterben. Ha! Klimagegner, wenn Vögel durch Windkraftanlagen sterben. Ja, aber durch alles, was wir bauen, sterben Tiere. Ich weiß noch in meiner Kindheit, wenn wir auf der Autobahn waren mit meiner Mutter, dann war die Windschutzscheibe teilweise voll mit Insekten.
Mittlerweile hast du nicht eins mehr. POV, ich, wie ich unauffällig versuche, den Laden zu verlassen, bevor auffällt, dass ein Fernseher fehlt. Ist aber auch ein wildes Gemälde. Wer hat sich damals gedacht, so will ich mein Kleid haben? Die Person wollte eine neue Laptop-Batterie kaufen. Das ist der Hintergrund zu dem Bild. Und musste einmal die Einsatzart auswählen. Ich finde die Einsatzarten so schön, weil da einfach steht Zuhause, Büro, Militär, Luft- und Raumfahrt, Raketen, Massenvernichtungswaffen, Chemie, Biologie, Nuklear. Ich frag mich, was zur Hölle verkaufen die? Wenn ich die Schamhaare anderer Leute aus dem Urinal wegpisse. Meine Arbeit fängt da an, wo sich andere vor Entsetzen übergeben. Danke für deine Arbeit. 10 Stunden plus in der Schule bleiben. Ein und dasselbe Videospiel mehr als 15 Stunden lang spielen. Das war ich, als Elden Ring rauskam. Ich hab's durchgesuchtet, aber das ist normal. Ich kann es nur nicht verstehen, weil es gibt ja ganz viele YouTuber, zum Beispiel mit Minecraft. Die spielen seit 10 Jahren nur Minecraft und nichts anderes, haben gefühlte 20.000 Stunden da drin. Ich find's so heftig, dass denen nicht langweilig ist. Das ist etwas, was ich niemals könnte. Ich konnte ja nicht mal mehr weiter Fortnite spielen. Wenn es euch gefallen hat und ihr noch in Deutschland sein wollt, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Danke fürs Zuschauen.